Nach der Fed ist vor Apple-Zahlen und den morgigen US-Arbeitsmarktdaten. Und wenn wir uns mal die Frage stellen, was wollte eigentlich Jerome Powell gestern erreichen mit dieser Pressekonferenz, dann kann man wahrscheinlich mit einem Satz sagen, er wollte die Zinsen senken. Gemeint sind nicht die Leitzinsen, die kann er nicht senken aufgrund der zu hohen Inflation. Nein, er wollte die Kapitalmarktzinsen senken. Mit anderen Worten, er wollte die Renditen für US-Staatsanleihen senken. Warum wollte er das? Liegt auf der Hand, die Verschuldung der USA ist so gigantisch, dass die Emission neuer Anleihen, mit denen man diese Schulden aufnimmt, immer teurer wird, weil eben die Kapitalmarktzinsen so hoch sind. Also auftritt Jerome Powell gestern mit der Aussage, naja, also Zinsanhebung, nee, also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Aussage von Jerome Powell, respektive Fakt der Fed, man hat die Reduzierung der Bilanzsumme deutlich stärker oder etwas stärker verkleinert als eben erwartet von den Märkten. Mit anderen Worten, dadurch muss Janet Yellen im nächsten Quartal mal eben 100 Milliarden Dollar weniger aufnehmen an Schulden. Ist angesichts dieser gigantischen Verschuldung eher so Peanuts, eher so Portokasse, aber sei es drum. Jedenfalls hat Powell versucht, über diese beiden Stellschrauben auf den Markt einzuwirken, damit indirekt auch erstmal den Aktienmärkten geholfen, denn das, was gerade hier die Bilanzsumme betrifft, also die stärkere Reduzierung des Tapering, das ist durchaus eine kleine Lockerung der Geldpolitik. Es hat gestern nicht geholfen, die Märkte doch noch im Minus. Heute sehen wir leichtes Plus an den Märkten, also es geht ein bisschen wieder nach oben, eben vor den Apple-Zahlen und morgen vor den Arbeitsmarktdaten, bei denen große Volatilität erwartet wird. Schauen wir uns nochmal hier Powell an. Nächster Schritt nach oben, also bei den Zinsen unwahrscheinlich. Powell hat gesagt, ja, die Geldpolitik sei restriktiv. Falsch, sehen wir hier an diesem Chart. Rechts ist nicht restriktiv und vor allem hat Powell letztendlich oder kann er letztendlich nicht verhindern, dass die Inflationszahlen das Geschehen in Sachen Leitzinsen definieren. Das gilt auch für die Kapitalmarktzinsen, also für die Renditen von US-Staatsanleihen. Und man könnte auch meinen, Powell hat nichts gelernt aus diesem Pivot der Fed im Dezember, aber er ist jetzt eben unter Druck, weil die Verschuldung so gigantisch ist. Das sehen wir heute auch nochmal, da die Meldung, dass das US-Finanzamt die 6-Wochen-Bills, also die Anleihen, die 6 Wochen laufen, mal eben entspannt wieder um 10 Milliarden erhöht hat auf jetzt 75 Milliarden Dollar. Auch das natürlich Peanuts. Gestern haben wir gesehen, dass diese Kapitalmarktzinsen, also die Renditen von US-Staatsanleihen, ein bisschen gefallen sind. Heute Mittag ging es dann wieder bergauf, dann wieder ein bisschen bergab. Aber es ist bisher jedenfalls nicht so, dass Powell es geschafft hat, diese Kapitalmarktzinsen zu drücken, also die Renditen nach unten zu bringen. Und schauen wir uns mal die Situation an, in der Jerome Powell agiert. Wir haben hier CPI Core Services, also die Kerninflation im Dienstleistungssektor, klar nach oben zeigend. Auch wenn natürlich Jerome von der Stagflation nichts wissen will, sehen wir doch ein ziemlich stagflationäres Umfeld. Warum? Weil diese Verschuldung der USA wie ein Stimulus der Wirtschaft fungiert pro Sekunde. Das muss man sich mal vorstellen, machen die Amerikaner 100.000 Dollar neue Schulden. Und das Problem, das die Fed hat, respektive das kognitive Problem, das sie hat, entweder weil sie es nicht besser weiß, kaum vorstellbar eigentlich, oder weil sie es nicht zur Kenntnis nehmen will aus ideologischen Gründen oder aus praktischen Gründen, ist, dass diese Inflation weniger jetzt irgendwie mit Supply Shocks zu tun hat, also mit Angebotsschocks noch aus der Corona-Zeit, sondern mit diesen fiskalischen Dingen, also mit der gigantischen Verschuldung, die die USA betreiben. Das ist der eigentliche Grund für diese anhaltend hohe Inflation, weil eben diese Verschuldung praktisch Geld ist, das an Menschen fließt, die für die Regierung arbeiten, das irgendwie in die Wirtschaft fließt. Und jetzt sehen wir, dass hier zum Beispiel auch die Geldmenge M2 das erste Mal seit 18 Monaten im Vergleich zum Vorjahresmonat wieder positiv ist. Wir hatten jetzt also den Anstieg der Inflation in den letzten Monaten und wir sehen, das lag vielleicht auch eben an dem geringeren Rückgang der Geldmenge M2. Die Amerikaner haben ja seit einiger Zeit die Bemessung der Geldmenge M3 eingestellt, wahrscheinlich aus nachvollziehbaren Gründen. Und hier sehen wir zuletzt eben dieses stagflationäre Umfeld. Die Inflation hat nach oben überrascht, Inflation Surprise Index booms nach oben, dagegen Economics Growth Data Surprise nach unten. Also
also Wachstumszahlen der Wirtschaft nach unten überrascht, Inflationszahlen nach oben überrascht. Die Bank of America sagt hier, der S&P 500 hat jetzt den schlechtesten Monat seit September gehabt, ist 4,1% gefallen, das sei normal, so 5% Rückgänge gebe es normalerweise dreimal im Jahr, aber man sieht eben hier auch ein stagflationäres Umfeld und es sagte, deswegen sind Utilities, also Versorger und Energie interessant. Da gibt es ja von Goldman Sachs auch so einen Basket von Aktien, die eben aus diesem Sektor vor allem besteht. Und Paul auch gestern mit der Aussage, loosening financial conditions are not inflationary. Aha, also die Lockerung der Finanzkonditionen ist nicht inflationär. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen financial conditions und der CPI, also den Inflationsdaten. Das geht etwa 2 Quartale voraus. Das heißt, wenn die Finanzkonditionen lockerer werden, weil etwa die Renditen fallen, weil etwa die Aktienmärkte steigen, weil etwa die Risikoprämien für Junkbonds immer geringer werden im Vergleich zu Staatsanleihen, dann hat das Einfluss auf die Inflation mit einer gewissen Verzögerung von etwa einem halben Jahr. Aber nochmal zurück zu diesem stagflationären Umfeld. Wir sehen das jetzt vor allem am unteren Einkommens- oder im unteren Einkommensbereich der Amerikaner, die Dinge bereits beginnen wegzubrechen. Wir sehen McDonald's und andere große Marken warnen, dass diese Low-Income-Consumers, also starting to crack, die kriegen richtige Probleme. Wir hatten das gesehen, unter anderem Starbucks mit schwachen Zahlen, DoorDash, Etsy, eBay, all diese Firmen, die eben von einem gesunden Konsumenten abhängig sind, die haben jetzt die Guidance gesenkt, haben also einen schwachen Ausblick für das weitere Geschäft gegeben. Das sollte zu denken geben. Gleichzeitig aber steigen für die Firmen die Kosten. Wir hatten ja in dieser Woche die Employment Costs, also die Stundenlöhne, wenn man so will. Und hier sehen wir, die sind so stark gestiegen wie in einem Jahr nicht oder wie seit einem Jahr nicht mehr mit 1,2% zum Vorjahresmonat. Also wir sehen hier höhere Kosten für die Unternehmen. Jetzt sehen wir aber, dass mehr und mehr Konsumenten nicht mehr mitkommen. Eben die Konsumenten am unteren Einkommensende. Hier nochmal die Lohnstückkosten. Das wurde heute veröffentlicht. Also die Kosten, die ich habe, wenn ich ein bestimmtes Gut herstellen will. Da sehen wir mit 4,7% deutlich über der Erwartung von 3,6%. Auch hier also ganz klar, die Unternehmen haben steigende Kosten, die vor allem auch, aber nicht nur, durch steigende Löhne verursacht sind, auch durch steigende Rohstoffkosten verursacht sind. Und jetzt habe ich ja eine zweitbeste Freundin, wie Sie vielleicht wissen, namens Cathy Wood, die fast auf dem Weg ist, meine beste Freundin zu werden. Und die sagt, naja, ist ja alles egal, oder hat gesagt, ist ja alles egal, wir werden ja unfassbare Produktivitätssteigerungen haben durch KI. Also das könnte sich bei Knowledge Workers vervierfachen, also bei Wissensarbeitern, wenn man so will, vervierfachen. Und bei 100% Adoption könnte das 200 Billionen hier an Marktkapitalisierung bringen, respektive an Wertschöpfung bringen. Also das sind Zahlen, die Amerikaner haben jetzt ein BIP von 27 Billionen hier schwadroniert, also jemand von einer Steigerung nochmal um 200 Billionen, also fast das Zehnfache. Wow, also das wird dann die Lösung aller Probleme sein. Jetzt haben wir aber heute Zahlen zur Produktivität bekommen aus den USA und jetzt müssen Sie sich mal eine Lupe nehmen, meine Damen und Herren. Hier sehen wir ganz rechts, wo dieser Pfeil ist, die Produktivität, die ist gestiegen jetzt im Quartal um 0,3%. Wir sehen also, welche Wunder durch KI in Sachen Produktivität bereits natürlich der Fall sind. Und meine Freundin Cathy Wood, die hat das schon richtig antizipiert mit ihren Prognosen, aber die anderen warten immer noch auf das große KI-Produktivitätswunder. Bisher ist es nicht gekommen und wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Das eigentliche Thema, sagt Craig Shapiro, ist eben diese Verschuldung, die latent eben Produktivität behindert. Warum? Weil immer mehr Geld in die Rückzahlung dieser Schulden eingesetzt werden muss, respektive an Zinsen. Dieses Geld kann ich nicht investieren, sondern muss es eben denjenigen geben, die meine Schulden gekauft haben. Dadurch, wenn ich nicht investieren kann, kann ich nicht produktiver werden. Das also konterkariert jede Produktivität, die hier der Fall ist. Und er sagt, wir bräuchten schon ein größeres Produktivitätswunder als in den 90ern,
dann mit Einführung des Internets, dass all das funktionieren kann. Wir sind in einer strukturellen Inflation durch Demografie, durch Deglobalisierung und auch durch Dekarbonisierung. Das sind alles Faktoren, die eben Inflation oben halten. Und die Kosten, die dann entstehen, weil die Zinsen nicht sinken können, weil die strukturelle Inflation nicht so wirklich runtergeht, die wird dafür sorgen, dass auch die Produktivität nicht wirklich sich steigern kann. Aber auftritt heute Goldman Sachs. Sie sagen, wow, also das, was der Jerome gesagt hat gestern und was auch das US-Finanzministerium macht, das sei Rückenwind für die Aktien. Kann alles durchaus sein. Keine Frage. Die Aktienmärkte sind gelegentlich unberechenbar. Heute sehen wir Schlagzeilen zum heutigen Tagesgeschehen, dass die Aktien den Fall stoppen vor den Apple-Zahlen. Dann heißt es, Aktien suchen die Richtung vor den US-Arbeitsmarktdaten, die morgen kommen. Und da wird große Volatilität erwartet, denn der gute Jerome hatte gestern ja fallen lassen, also sollte der Arbeitsmarkt sich stärker abschwächen, als wir erwarten, dann würden wir die Zinsen vielleicht doch vorzeitig senken können. Also das ist der Strohhalm der Liquiditätsjunkies. Ist das jetzt die Arbeitsmarktdaten richtig schlecht werden? Deswegen wird das morgen ein richtiger Hingucker. Heute aber erstmal im Fokus Apple, eine Erwartung von 4% etwa, dass sich die Apple-Aktie nach den Zahlen nach oben oder unten bewegt. Die amerikanischen Privatinvestoren jetzt wieder etwas bullischer unterwegs, wie ich heute Morgen schon gezeigt hatte. Und Apple muss ja irgendwas aus dem Hut zaubern, mit KI vor allem. Und hier gibt es erste Spekulationen, dass dann hier die Apple-Orange als neueste KI-Anwendung präsentiert werden kann. Das würde natürlich eine Bewegung von 3000% nach oben bei der Apple-Aktie rechtfertigen, wenn also jetzt hier nicht Steve Jobs, sondern Mr. Cook, Tim Cook, dann eine Orange präsentieren würde, auf der dann AI steht oder KI steht. Das wäre natürlich der absolute Game Changer. Schauen wir uns mal die Apple-Aktie charttechnisch an. Da sehen wir, wir sind hier in einer solchen Wedge, die sich hier zuspitzt. Da könnte also durchaus Bewegung kommen, nachdem die Aktie ja mit am schlechtesten war aus diesem Magnificent Seven nach Tesla. Abschließend, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis in Sachen Bitcoin. Hier mal eine Korrelation von Bitcoin, das ja zuletzt auch unter Druck war, heute sich erholen kann. US Dollar Liquidity ist der entscheidende Punkt, hat die höchste Korrelation mit Liquidität. Dann kommt der Equity Performance, also man korreliert relativ stark auch mit den US-Aktienmärkten, und das sieht man dann zum Beispiel bei einer Amazon, wenn Sie sich diese Charts mal anschauen, die sind sehr, sehr ähnlich. Amazon als Magnificent Seven Unternehmen und Bitcoin sehr, sehr ähnlich. Kommen wir, meine Damen und Herren, nochmal nach Europa, speziell zu den Grünen, die auch sehr gute Freunde von mir sind. Hier heißt es, die EU fällt beim Umbau der Wirtschaft zurück, deswegen müsste man einen Transformationsfonds mit 150 Milliarden Euro hier einrichten, das dann von der EU-Kommission verwaltet wird, also von Frau von der Leyen. Da ist das Geld in guten Händen, kann man sagen. Da ist manches in guten Händen. Also mit anderen Worten, man will neue Schulden aufnehmen, und das dürfte ganz im Interesse von eben diesen Staaten sein, die ohnehin hochverschuldet sind, Italien, Frankreich und wie sie alle heißen, die natürlich über ihre Verhältnisse leben. Frankreich mit einem Defizit zum BIP von gut 5,5%. Hier sagt Daniel Stelter unter Berufung auf einen französischen Ökonomen, das ist ein Chicken Game. Entweder die Deutschen akzeptieren höhere Inflation oder sie stimmen zusätzlich gemeinsamen Schulden auf EU-Ebene zu. Und wie ich unsere Grünen kenne, werden sie schaffen, diesen gemeinsamen Schulden noch vor ihrer Abwahl aus der Koalition dann durchzudrücken. Es wäre kein Wunder, jetzt der neue Berechnungen, die Energiewende könnte bis 2035 1240 Milliarden Euro kosten, aber auch Wachstum generieren. So hier eine Analyse. Da kontert aber Daniel Stelter, es ist leicht mit gigantischen Ausgabenwachstum zu generieren, aber es geht um die Erhöhung des Wachstumspotenzials. Und genau das passiert durch diese 1,2 Billionen nicht. Das ist wie Löcher buddeln und wieder zuschippen. Ergo diese 1,2 Billionen reduzieren Konsum und andere Investitionen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr entscheidender Punkt, den die Herrschaften hier nicht wirklich verstehen. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Apple Quartalszahlen heute. Was wird erwartet? Hier ein
eine Vorschau. 22 Uhr bringen wir, oder ab 22 Uhr bringen wir bei Finanzmarktwelt die Zahlen. Erste Empfehlung gerne teilen über Social Media und dann eine Vorausschau auf die morgigen Arbeitsmarktdaten, was da von den Märkten eingepreist wird. Es ist mit die größte Volatilität seit März 2023 an einem Tag mit Arbeitsmarktdaten eingepreist und die sind ja schon per se ziemlich volatil. Also das ist auch spannend. Diese beiden Artikel möchte ich empfehlen. Jetzt sage ich Servus, ciao.